Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, wo ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet hatte, ich hatte ja etwas Probleme mit meiner Deluxe Edition und stimmt, das hat sich ja jetzt gelegt. Das heißt, ich kann mir jetzt die Sachen angucken, habe ich gerade gesehen, von der Deluxe Edition. Da wollen wir doch mal eben schauen, was gibt's denn da überhaupt? Moment, Schwert... Schwert, Sandschwert. Mit dieser Klinge genommene Leben können den Träger heilen. Tötest du einen Gegner, während die Zeit verlangsamt ist, stellst du 20% Zeit wieder her. Ja, wie soll ich denn die Zeit verlangsamen, hallo? Der fügt mir Schaden zu. Der halt, ja gut, ich kann sowieso nicht erfolgreich parieren, also können wir das direkt mal ausprobieren. Besuche zum Verbessern. Ein Schneider, ernsthaft? Warum soll ich einen Schneider aufsuchen, um mein Schwert zu verbessern? Naja, gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und hier ist auch was Neues drin. Der Legende nach kann der Sand darin die Zeit beherrschen. Perfekte Paraden verlangsamen 3 Sekunden lang die Zeit. Welche Paraden? Ich kann überhaupt nichts. Ich kann nicht blocken. Gar nichts. Der macht das nie, sobald ich da drauf drücke. Was war mit dem anderen Dolch? Paraden fügen mehr... Das ist auch wieder Paraden, ne? Aber gut, wenn das jetzt die Zeit verlangsamen würde, wäre das natürlich cool. Könnte man mal gucken, ob einen das irgendwie was bringt. Dann würde ich sagen, probieren wir die Sachen mal. Und was ist das hier? Sanduhr der Zeit. Dieser Talisman ist wie eine Sanduhr geformt. Der Legende nach gab es einst ein solches Gefäß, das mit einem Sand befüllt war, der bei seiner Freisetzung mit schrecklichen Kräften Unheil verbreiten konnte. Kann man die beide... Nee, kann man nicht beide ausrüsten, ne? Das mit einem Sand gefüllt war, der bei seiner Freisetzung mit schrecklichen Kräften... Ja, aber was heißt das? Was soll der können? Ich weiß es nicht. Wird denen verliehen, welche den Rang des Lehrlings unter dem Verborgenen... Ach so, aber der kann nichts, der Lehrling. Ja, dann können wir den anderen mal ausprobieren, keine Ahnung. Verkleidung habe ich anscheinend nichts dazu bekommen. Das war nur die alte. Monturenfarbe. Ah, jetzt kann man es doch anzeigen lassen. Sieht ja nicht so toll aus. Montur. Ausrüsten. Oh! Okay, zweite Chance. Einmal pro Kampf kann Basim einen tödlichen Treffer überleben und für 3 Sekunden die Zeit verlangsamen. Oh, das wäre doch was für mich. Einmal pro Kampf für 4... Nein, nicht abhauen. Für 4 Sekunden und für 5 Sekunden, wenn das verbessert wird. Gegner hören 50% weniger Lärm während der Attentate verüben. Ja. Eigentlich ist das erste besser für mich, ne? Dass die mich nicht so hören. Weil ich kämpfe halt nicht viel. Ich lasse erstmal das erste. Obwohl das zweite natürlich geiler aussieht, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. Wir hatten aber noch ein Ziel. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Das ist auch gar nicht hier in dem Palast, sondern ein ganzes Stück weiter hinten. Ach so. Dann stand ich hier tatsächlich nur, weil der eine... Bleib doch mal stehen hier. Weil der eine... Das ist nicht dein Ernst jetzt. Sobald ich mein Reittier hole, kriege ich hier in irgendeine Ecke, wo ich nicht dran vorbeireiten kann, oder was? Na, klappt das doch so? Klappt das? Klappt das? Ne, hier klappt es nicht mehr, ne? Oder? Ah, Kamele sind cool. Kamele können fast überall vorbei. Nicht so wie die Pferde. Okay, das sieht aber schon geil aus hier, so mit dem Schwert, ne, und dem Dolch hinten drin.
Ist schon cool. Mal gucken, wie sich das ausübt tatsächlich auf den Kampf. Das soll auf der anderen Seite sein. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier über die Brücke drüber. Warum machst du das denn? So, ich würde sagen, ich schneide das Ganze auch ein bisschen raus, bis ich da bin und sag mal, bis gleich. Oder auch nicht, weil wir direkt schon da waren, so wie es aussieht. Und der Bereich ist natürlich wieder schwer bewacht. Finde Beweise dafür, dass Zara in den Orden involviert ist. Ja, warum sollte so ein Bereich auch nicht schwer bewacht sein, ne? Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Hey! Bist du taub? Was war das jetzt gerade? Irgendeiner ruft um Hilfe? Da ist eine Übungspuppe, das ist Zahras Anwesen, aber es ist niemand da. Das ist die Gelegenheit, es zu durchsuchen. Naja, wenn man den Schlüssel hätte vielleicht, ja. Zeige mir alles. Jetzt bitte nicht wieder schützen. Du bist unerwünscht. Anwesen der Gelehrten, das ist klar. Wie, du bist unerwünscht? Ich stehe noch nicht mal im Bereich drin. Also, eine Truhe. Truhen interessieren uns aber nicht. Also, interessieren uns schon, aber nicht so, wie dass wir vielleicht herauskriegen könnten, wo Beweise sind. Aber obendrauf steht jetzt soweit keiner, ne? Wenn ich das richtig sehe. Von der anderen Seite aus könnten wir theoretisch auch da drauf klettern. Hier ist ein Mitglied von Avia. Hab ich mich jetzt erschrocken. Von da aus käme ich da hoch. Oh, es ist sogar blau-rot hier. So, hier haben sie doch extra so eine schöne Leiter hingestellt. Ne? Die müssen wir doch direkt mal testen, ob die überhaupt funktioniert. Ob die auch die Leute aushält. Ach nee, das ist nur zum Draufsetzen. So. Er lügt natürlich, wenn er sagt, dass keiner da ist. Das ist ja klar. Unter mir ist ein Schlüssel. Aber unter mir komme ich nicht rein. Das ist abgeschlossen. Ich würde jetzt gerne die Katze kraulen. Ja, das ist abgeschlossen und dafür brauche ich einen Schlüssel. Das ist natürlich richtig geil. Da hinten ist wieder ein Typ mit irgendetwas. Gemeinheit, wieso gerade jetzt? Hier waren aber auch Wachen drauf. Ich habe doch eben noch welche gesehen, als ich gescannt hatte. Ich traue dem Frieden nicht so ganz. Mal darunter. So. Achso, hier, die hätte ich jetzt fast übersehen. Wie komme ich denn jetzt da rein? Rechts ist irgendwas offen. Da könnte ich gleich mal kurz gucken. Natürlich müssen wir erstmal die Sachen hier einsammeln. Ja, oder wir gehen einfach nach unten. Dann können wir natürlich auch öffnen. Ja, natürlich. Wie immer wieder eine Handelsmünze, von denen wir ja nirgendwo welche finden. Okay. So, das große Problem sind halt die Türen. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier runter zu gehen. Ich denke mal, spätestens, wenn ich irgendwo was finde, wird was getriggert und dann kommen da 2 Millionen Leute gefühlt. Weil hier sind so viele Versteckmöglichkeiten.
Tür ist verschlossen, natürlich. Die Tür ist von innen, glaube ich, verschlossen. Ja. Das Problem ist halt, dass wir hier auch nirgendwo... Oh, doch, wir kommen doch rein. Die erstmal mit. Sehr schön. Schlüssel. Achso, gedrückt halten. Ich warte echt nur darauf, dass der sagt, oh mein Gott, jetzt kommt die ganze Brigade hier. Eieiei. So, Moment, jetzt haben wir einen Schlüssel. Da hinten ist nochmal eine verschlossene Tür und da vorne ist nochmal eine verschlossene Tür. Da ist aber auch nochmal eine. Oder ein verschlossenes Fenster, ich weiß es nicht. Für was habe ich jetzt den Schlüssel geholt? Ah. Da ist ein verschlossenes Fenster. Von der anderen Seite verriegelt, okay. Was ist denn mit da vorne? Und da sind die Wachen. Gucken wir erstmal hier hinten. Da war doch auch noch... Achso, das war das Fenster, ne? Kommt man denn irgendwo hier durch? Zufälligerweise? Nee, ne? Wo haben wir denn noch was Verschlossenes? Das ist nur das Fenster. Und die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Kommt man denn noch irgendwie anders da rein? Eventuell. Höre ich jetzt hier eigentlich immer die Kamele oder was höre ich hier? Da hinten. Bin ich mir... Nein, ich kann dich jetzt nicht streicheln. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warum schreit hier die ganze Zeit einer um Hilfe? Ich brauche eine Tür, die ich aufschließen könnte. Im Anwesen der Gelehrten könnten sich Hinweise auf den Orden befinden. Ja, toll. Wo ist denn dieses blöde Anwesen der Gelehrten? Das ist doch hier, oder nicht? Meine ich doch. Ich würde ja gerne mal wissen, wer hier die ganze Zeit um Hilfe ruft. Es ist doch doof, wenn man hier einen Schlüssel findet und den irgendwo benutzen kann. Da hinten ist doch... Moment, Moment. Da hinten ist doch was zum Lesen. Das ist aber... Da, wo das von innen verschlossen ist. Die Frage ist jetzt auf der anderen Seite, ist da ein Fenster verschlossen? Oder ist da eine Tür, die ich eventuell aufschließen kann? Die ist auch wieder von der anderen Seite verriegelt. Ihr könnt mich doch alle mal... Mann! Kam ich denn da irgendwie auf die andere Seite rein? Nee, ne? Hier ist eine Tür, aber da kommt man nicht durch. Oh, ist das euer Ernst? Da oben kommt man nicht durch, indem man... Obwohl, das ist so gelb. Kann man das kaputt machen? Ich meine, bisher konnte ich ja noch nicht so wirklich was kaputt machen, aber... Ah. Okay. Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Mal gucken, da ist noch was zum Einsammeln. Ah.
Ah, oh, hallo. Jetzt muss ich dich aber mal streicheln. Ja. Ich bin zwar gerade auf Diebestour, aber wenn hier Katzen rumlaufen, da kann ich doch nicht einfach so hier. Ne? Sonst ist hier nichts mehr, was ich lesen. Doch, da ist noch was. Eine bescheidene Bitte. Zara, wie ich hörte, steht das unbezahlbare Artefakt, das du bei dir hast, kurz davor, uns seine Geheimnisse zu offenbaren. Du weißt von meiner Suche nach den Spuren jener, die vor uns kamen und von der Sorgfalt, mit der ich sie durchführe. Sobald dein wissenschaftliches Interesse befriedigt ist, hätte ich das Manuskript gerne zur Verwahrung. Ich werde es höchst würdevoll behandeln und vor jeglicher Gefahr schützen. Al Ghul. Okay. Gut, die Frage ist, haben wir noch irgendetwas? Da hinten haben wir noch eine Truhe, noch eine Truhe. Noch eine Truhe, noch eine Truhe. Ne, da oben ist nur abgeschlossen. Ah, hier ist noch was. Zahra könnte jeden Augenblick zurückkommen. Zu überprüfende Bücher. Gelehrte Zahra, wir haben die kontroversen Bücher und Schriftrollen von deiner Liste beschlagnahmt. Bitte komme, wenn du Zeit hast, vor ihrer Entsorgung vorbei, um sie einzusehen. Es ist ja schön, wenn jeden Moment zurückkommen kann. Aber wir müssen wahrscheinlich noch irgendwas finden im Anwesen. Die Gelehrte ist derzeit nicht zu Hause. Kann man da irgendwie... Kann man aber auch nichts von der anderen Seite aus kaputt machen oder so, ne? Ich geh mal da rüber. So, da können wir auch nichts machen. Achso, ja, die war ja, ja... Das ist auch zu. Das können wir auch nicht öffnen. Ich muss mal eben gucken, ob wir hier noch irgendwas markiert haben. Da können wir auch nichts öffnen. Oh, und wir können natürlich auch einfach nur durch den offenen Balkon reinspazieren. Ja, kein Problem. Ja, lass es doch los. Komm. Einmal plündern. So. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Drum, drum, drum. Hier oben nicht. Da ist das Ding, das ist das zum Reinspringen. Unten ist nochmal eine Kiste. Das ist die Kiste, die ich sowieso... Ja. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier... Da ist noch was, was wir einsammeln können. Das nehmen wir doch direkt nochmal mit. Oder waren wir hier vorhin schon? Nee, anscheinend waren wir hier schon. Da hinten sind noch Sachen zum Sammeln. Ja gut, die Kiste halt. Die meinten gar nicht mich mit dem Bist du taub, glaube ich. Also, das haben wir schon alles. Sind wir hier als erstes eingestiegen? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten ist abgeschlossen. Aber, wenn ich das richtig sehe, könnte ich eventuell da hinten... Naja, verriegelt. Könnte ich eventuell da hinten auf der anderen Seite das öffnen? Ich weiß nicht, warum das rot ist. Ist hier irgendjemand? Sonst nehme ich die Kiste hier auch noch eben mit.
Natürlich ist alles voll. Interagieren? Nein, will ich nicht. Die ist auch verriegelt. Geh mal hier hoch. So. Geh bloß nicht in die Hocke direkt danach. So, hier ist was zu lesen. Das heißt, wir sammeln erstmal alle Sachen ein, die wir finden können. Moment, ich muss an die hier rankommen. So, die ist dadurch blockiert, ja. Du sollst das auch wieder reinbewegen. Komm. Naja, super. Jetzt geht's gar nicht mehr. So. So. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute das immer so machen, dass die hier immer irgendwas davor schieben. Ich meine, die müssen das ja selber dann auch wieder wegschieben. So, hier ist soweit nichts. Ich kann noch mal kurz unten gucken, bevor ich oben die Sachen einsammle. Fluchtweg mal eben freilegen, ne, für alle Fälle. Da ist dieses komische Zeichen wieder, okay. So, dann mal gucken, wo war das jetzt hier? Erstmal einsammeln, zack, und gucken. Bring den Schlüssel zum Lagerraum zurück, wenn du damit fertig bist. Lasse ihn nicht herumliegen. Das war das, wo ich jetzt die ganze Zeit nach gesucht habe. Ich dachte, jetzt sind wir hier durch. Jetzt kommt die hier durchgeprescht oder so. Da, ein Mitglied von Abdiab. Dem sollte ich nachgehen. Er meint den draußen, ne? Ja, dachte ich mir schon. Das Problem ist nur... dass wir dann hier nicht weiterkommen. Wenn ich das jetzt mache. Ja, aber wir haben doch jetzt alle Gebäude durch, oder nicht? Das hier haben wir. Da oben ist ein Zettel weiß, aber den haben wir ja schon gelesen. Einer ist weiß und einer ist orange. Moment. Oder bin ich dann... ja doch, da bin ich doch reingekommen. Und nicht von hier aus, ne? Oder wie war das? Durchs Fenster bin ich doch da reingekommen, oder? Ich guck nochmal eben nach, ob das jetzt tatsächlich das ist, was ich da... Nein, och, lass dich doch einfach mal hinunter, Mann. Geh mal da rein. Los, zackig. Das war unten... habe ich auch beide schon gelesen. Zahra hat mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Genau wie jemand namens Arabisu. Okay, oder auch nicht. Sarik, der Orden ist mit dem, was wir im Haus der Weisheit erreicht haben, zufrieden. Die Zukunft hält Lieder über unsere glorreichen Taten und das Versprechen unserer Herrschaft bereit. Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Weg zurück in die Stadt befindest, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Arabisu. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Zahra wird gleich zurück sein. Geh du mal nach oben und mach dich bereit. ich weiß ja gar nicht, wo... ah, Moment, da hinten ist es schon. Oder er oder sie, ich weiß es ja nicht. Nee, da muss ich hin. Achso. Diener, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis. Und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel.
Leg dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saida. Die wahren Antworten finden sich in Büchern. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Saida. Das ist nicht gut, was ich jetzt mache, ich weiß. Aber dann habe ich den schon mal weg. Nein, du sollst laufen. Lauf. 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 Du Memme. Feigling. Stell dich uns. Ja, genau. Wie doof bist du? Du sollst da drauf springen. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Komm. Da bist du ja. Nee, er ist einfach zu doof, um Silent lang zu springen. Ich dachte, das ist ein Assassine. Mann. So, lauf. 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 Wenn du schon zu doof bist zum Klettern, dann lauf. Geh bloß nicht da hoch, ehrlich. Ja, der war nicht ausweichbar, nicht blockbar, ich hab's gemerkt. Endlich atmet, findet den Rhythmus. Geklappt. Lauf einfach, Junge, lauf einfach. Wenn du schon zu blöd zum Kämpfen bist, dann lauf. Jetzt spring ins Wasser, los. Eieiei. Mich wundert es nur, dass ich trotz des Ganzen noch auf Stufe 1 bin. Eieiei. Aber wir haben auf jeden Fall die verlasse den Anwesen der Gelehrten. Genau. Habe ich schon lange verlassen. Aber anscheinend ist denen das egal. Kannst du mal deine Umgebung abscannen und mal ruhig stehen bleiben? Nee, kriegt er nicht hin. Okay, taucht bloß nicht auf. Zahra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen. Nur gut, dass Hunay nicht ein Wort übersetzen konnte. Ich muss immer noch Ahmad finden. Ja, schön. 20 Kilometer vom Haus entfernt schließt er dann endlich mal ab. Und nach dem 30. Mal drücken oder so gefühlt hat er dann auch endlich mal seine Umgebung gescannt. Was soll ich überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Nein, bleib oben. Er hat nur irgendwas gesagt, dass er jemanden finden wollte. Nachforschung. Ja, dann ist das eigentlich das Nächste, was wir machen müssen. Dann werde ich mal gucken, dass ich mein Kopfgeld runterkriege. Ich glaube, das können wir sogar recht gut. Wenn der mich denn mal scannen lässt. Ja, geh doch mal ein paar Schritte weiter, Mann. Da hinten ist doch schon das Poster. Lauf, Junge, lauf. Die suchen also nach mir. Nein, jetzt suchen sie nicht mehr nach dir. So, du sollst nach Gelegenheiten suchen. Ich weiß nicht, was sie mit Gelegenheiten meinen, aber ich würde sagen, ich gucke noch mal eben. 414 ist das Ganze entfernt. Ich würde sagen,
dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Es ist jetzt gerade so ein bisschen durcheinander irgendwie, finde ich. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was er gesagt hat. Er hat nicht Ahmad gesagt. Er hatte irgendwas so wie Ali oder so gesagt. Ich weiß es nicht, meine ich. Ich werde mir die Aufnahme auf jeden Fall nochmal angucken und dann nochmal gucken, ob ich irgendwas anderes herausfinden kann. Und ja, dann wahrscheinlich trotzdem erstmal zur Werkstatt gehen in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.